Wir sind wieder der Michi und der Harm und wir sind hier jetzt auf Hirschia. Und moin zusammen. Und zwar haben wir einen Hirsch hier, der heißt Kalle. Und wenn derjenige, welche das sieht, der weiß schon, was gemeint ist, glaube ich. Ja, da gehe ich mal von aus, also das heißt ja. Wir wollen ja eigentlich einen Spießer schießen, aber das Spießer ist es jetzt noch nicht. Oh, der kommt schön gerade auf mich zu. 165 bis 195 Kilo. Oh, 165 zu 220, ja, du schätzt schon was genauer wie ich. Na, komm noch ein bisschen näher. Oh, da kann ich auch gleich meine Waffe einweihen. Ach, den Krach mal. Oder hattest du... Ist das Reh noch in der Nähe? Du hast auch ein Reh gekrollt, ne? Das Reh, das kann ich jetzt wohl schießen. Da steht nämlich vor mir. Ah, scheiße. Ja, der Hirsch hat es nicht gemerkt. Der geht jetzt nach links weg. Mist. Timer vergessen. So. Erst auf Timer. Er läuft jetzt nicht in unsere Richtung, der Blödel. Na, warte mal, ich gehe nochmal runter und gehe mal rollen. Wo bist du? Hier, da läuft Michi. Aber normalerweise muss er ja auf den Spray reagieren. Ja, wenn das bis 150 Meter geht, dann sollte er jetzt, ne? Oh, da läuft doch noch ein Reh daneben. Das eine Ricke. Hat der einen Tracer drin, dann ist das meiner. Ne, warte mal. Nein, kein... Kein leuchtendes etwas. So, Kalle kommt. Ja, nach dem, sag ich mal, gefühlvollen Ruf, nehme ich ja mal an, dass Karl kommt, ne? Kalle kommt. 96 Meter. Ja, lass ihn mal ruhig rankommen bis zum Krass. Komm mal. Film gucken. Dahinter kommt auch noch einer. Moment. Oh, Mist. Ah, das ist jetzt gerade verschwunden. Oh, das ist sogar ein guter. Ach, scheiße, dann müssen wir gleich noch warten. Jetzt sag nicht, Heinz ist auch noch im Anmarsch. Nee. Das ist jetzt aber unfair. Kalle so ein kleines Geweih und Heinz hat so einen riesen Eumel. Also ich hab den jetzt auf 45 Meter habe ich. 200, warte, ist gerade wieder weg. 215 bis 240 Kilo. Ah, dann komm, blende nochmal ein. 215 bis 240 Kilo und 240 bis 285er Score. Ja. Also Kalle ist jetzt am Fass. Ja, dann nimm deine Armbrust und du dann dein Schlimmstes. Oh Mann. Kalle, das tut mir leid. Aber wir hatten es ja versprochen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die... Jetzt bleib so, bleib stehen. So. Wie weit war das Fass weg von hier eigentlich? Ich möchte ja gerne... 27 Meter, Pin Nummer 3. So. Oh ja, aber sowas von. Ja, jetzt habe ich mir echt Mühe gegeben.
dass man genau analysiert, welchen Pin. Und glaube, das muss ich in Zukunft öfter so machen. Oh, der sieht gut aus, von hinten kommen. 240 bis 285er Score. Müsstest du auch sehen können, theoretisch, wenn du dich mal umdrehst. Ach, der kommt von hinten? Der kommt von hinten, ja. Von hinten habe ich Wasserseite. Einen Baumstamm. Kann man mit dem Fernglas durch den Baumstamm gucken? Nee, nee. Siehst nur das Muster vom Dings. Ja. Weil der ist nicht mehr weit weg kommt. Ja, jetzt ist das Reh ist da. Wollte ich auch gerade sagen, ich höre noch irgendwie was. Ja, das, oh, das Reh ist am Fass. Na gut, das, das stört ja nicht. Jetzt höre ich Schritte. Der ist quasi jetzt direkt unter dir. Ja. Ja, den sehe ich jetzt nicht, den kann ich jetzt nicht sehen. Ja, er ist jetzt unter mir. Geht jetzt vor. Oh! Sag ich ja. Aber die konnte ich jetzt von hinten einen durch den Nacken brummen. Nee, aber das ist leider. Pack auch mal die guten Pfeile aus. Los, geh Richtung Fass, du Lümmel. Ey, das ist ja super Aufnahme. Oh, der hat ein Date mit dem Reh. Na? Jetzt unterhalten die sich. Oh, nee, er will da durch, er kann nicht. Das Reh hängt fest am Hirsch. Kann ich schießen? Ja, ich bin dicke drauf. Ah, hier, die sah so aus, als wenn das Reh den Hirsch anspringt. Das ist, ja, jetzt, Also ich habe jetzt auf das Reh habe ich nicht angelegt, ne? Da sind ja noch zwei Rehe. Ach so. Ja, jetzt geht er, ist er unten am Wasser. Siehst du ihn? Ja. Ja, Licht sauber. Nehmen wir die Reh gleich hinterher. Moment. Ach scheiße, das jetzt haut das andere Reh haut ab. Mist, hätte ich auch noch. Na, ist egal. Wäre so über 40 Meter weg gewesen. Hätten wir sowieso wieder nur hinterher rennen können. Aber der Schuss war auch nicht so gut. Im Moment, wo ich abgedrückt hatte, ist er losgelaufen. Na, wunderprächtig. Deine hat Blaulicht. Man sieht wieder zwei Pfeile. Du meinst Rotlicht. Also Rotlicht, ja. Die haben wir im Rotlichtviertel geschossen. Leute, Leute, so geht das nicht. Ja, gehen wir einsammeln? Ja. Warte mal. Da läuft ein Fuchs auf der anderen Seite. Moment, ich call beim Fass. Ja, da beweg dich dann aber nicht, wenn du gecallt hast. Wo ist er hin? Jetzt, ich sehe ihn nicht mehr. Ist er weg? So. Der ist im Fluss. Der ist dir direkt gegenüber. Ich sehe den jetzt auch nicht mehr. Der kam direkt so auf dich zugestapft, wenn... Der geht doch wieder hoch. Entschuldigung. Das ist ein Reh. Das ist kein Fuchs. Das war ein Reh. Ach so. Das ist bei dir. Also das hat ausgesehen wie ein Fuchs. Bei mir? Ja, es geht wieder in. Es kommt wieder, geht Richtung Fass unterwegs. Warte mal, wo ist er? Es muss hier irgendwo sein.
Ist auch nur eine Recke, davon mal abgesehen. Ne? Aber... Ja gut, nee, so sicher. Drehrücken. Aber lass uns eben die Hirsche aufnehmen, sonst rennt uns hier die Zeit gleich weg. Okay. Ich hatte nämlich genug. Jo. Da ist er schon. Also. Tja. Ich traue um dich, Karl. Ach Gott. Hast du Glück, dass du so einen Kumpel hast? Habe ich jetzt schon auch schon geschrieben. Jetzt wollen wir mal gucken. Da geht er hin. Halswirbel. Oh, Halswirbel. Aber der Einschuss hast du gesehen, der war auf Lungenhöhe. Hä? Kannst du noch sehen? Ich hab schon. Ja. Na, gut. Oh, der ist schön. Der ist nicht schlecht. ...237,6 Kilo. Körper, linke Lunge, rechte Lunge. Ja, das war... Das waren die. Und jetzt? 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 Ja. Muss ich noch zwei Rehe aufsammeln. Also, ja, und wenn ich wieder frage, was jagen wir als nächstes? Oh Gott, was habt ihr da denn wieder gemacht? Dann schaut euch die nächste Folge an, wenn wir wieder The Hunter spielen. Bis dann, winke! Tschüssi! Hoffentlich bin ich jetzt nicht drüber.